Fällt dir nicht um? Ja, dann seht's mal dein Gesicht. Hab ich jemand durch? Dankeschön. Ich wurde nicht hier hin, ich wurde weiter. Besetzt. Sie haben mir vorhin so schön nach dem Lieber nicht gehabt, da habe ich gesagt. Vielen lieben Dank, dass Sie mitkommen. Sie brauchen überhaupt keine Angst haben, ich bin kein Bauchredner. Das geht nicht in meiner Sprache. Ich bin hier auf die Bühne hoch, danke sehr. Aber sagen Sie mal, der Typ, der da rum geht, ist es Ihr Freund? Bestimmt nicht. So in etwa. Wollte ich mir doch mal Gedanken machen, der hat mir auch ganz schön auf den Arsch gekriegt. Wie heißen Sie? Doro, wie Dorothea ist. Doro. Okay. Sind Sie die Frau von der Heavy-Metal-Band? Nee. Haben Sie denn, darf ich duzen, Doro? Ja. Darf ich Sie euchen? Doro, hast du eine Ahnung, warum ich dich hier auf die Bühne geholt habe? Ich würde jetzt ganz gerne eine heiße Nummer mit dir machen. Freust du dich? Hast du schon mal eine heiße Nummer mit einem Rissi gemacht? Hast du jetzt von mir, Doro? Doro, alles, was ich von dir will, ist, du musst dich hier so hinstellen. Ja. Nee, hier. Und schön sein, okay? Genau deswegen habe ich dich ausgesucht, funktioniert wunderbar. Doro! Pass auf, wir beide zusammen machen jetzt so ein kleines Trefferspiel. Hier mit der Zielscheibe auf Englisch Destiny Child. Und die kriegst du. Und jetzt einmal so ein kleines bisschen Pose. Das ist ein mega Hüft. Alles gut, alles gut. Einmal, bist du katholisch? Ja, sieht man. Du hast dich schon ein bisschen gefreut, ey, ist klar. Ne? Trillenschläger waren schon geschlagen, ne? Oh, schön so in der Pulse stehen bleiben. Okay? Ich will schon meine Knarre. Alles klar? Ich wollte schon immer auf Katholiken schießen. Die ist noch aus der Zone. Ich muss mal schnell gucken, ob sie geht, dann legen wir los. Alles klar? Eins, zwei, drei. Geht noch. Go hoch, go hoch. Stand there like a professional, please. Thank you. Na komm ruhig hoch auf die Bühne. Weißt du jetzt, was ich mit einer heißen Nummer meine?
1-0? Klar, Mathe. Wenn du bis zum Hals in was Heiße steckst, nicht im Kopf hängen lassen. Okay? Siehst du, weil du katholisch bist, kannst du mir auch hinterher vergeben. So, pass auf, Schätzchen. In der Mitte von der Scheibe ist ein Loch. Kannst du da mal durchgucken, ob ich richtig sehe? Nicht? Das macht dich intelligenter als die Blondine von gestern. Wir machen es so: Wenn ich treffe, kriegst du einen Gutschein für den Friseursalon und deine Wahl. Alles klar? Achtung, Doro. 1, 2. Die Leute dahinter. Wenn die Feuerwalze gleich so ankommt, schön den Michel beiseite drehen, okay? Ich habe nicht so viele Friseurgutscheine. Doro Action. Achtung! So fängt's von mir so ab. Ein Apple. 1, 2. Dann habt ihr gekifft, oder was? Ja. Wir machen es ganz anders. Wenn Sie vielleicht alle mit einzählen können. Bis drei und dann wie die Blöden. Feuer! Rufen! Also ohne die Hand bewegen. Von der Sitzschüssel an der Kamera, das ist schon gefolgt. Easy! Die Hand hat schon gehabt, den Topf. Kommt zwar aus dem Osten, aber hey. Kriegen wir das hin? Ja! Okay, los! 1, 2, 3, 4! Ihr sensationsgeiles Publikum! Habt ihr echt gedacht, ich muss die Kleine von der Bühne, ja? Ja! Zivilcourage am Arsch in Mönchengladbach, ja! Ganz, ganz tapfer, du! Ganz, guck mal, jetzt klatschen sie alle, gell? Du kannst da alle rankriegen, die Beihilfe zum Hoch. Und dein schwuler Freund da oben, gell? Der lacht, dann sagt, Feuer! Ich war noch so, jetzt guck mal, bei ihm ist noch ein bisschen Platz am Treppen. Bevor du schießt, jedenfalls ein bisschen zu tun, ja? Noch einmal das Schild nehmen. Bitte. Und jetzt mit deinem herrlichen 1A Deluxe katholischen Hüftschwung. Und jetzt ein paar Wüste über die Bühne langlaufen. Warte. Weil wir machen jetzt, du kannst dann raus, ja, aber 8 Meter langlaufen, weil wir machen jetzt 15 Minuten Pause und du bist mein Nummerngirl.